Heino, der bekannte deutsche Volksmusikstar, wollte am Samstag, den 1. März, im Möbelhaus Biller für seine vogtländischen Fans ein Konzert geben. Und da hatte ich ihn auch schon gefunden. Oder doch nicht? Vielleicht er? Nein. Ach, da vorne auf der Bühne, da ist er. Kein Wunder, denn bei der bis auf den letzten Platz gefüllten Mehrzweckhalle war es schwer gewesen, ihn auf Anhieb zu finden. Aus dem gesamten Vogtland, ja sogar aus den angrenzenden Bundesländern, waren seine Fans gekommen. Und wie hat Ihnen eigentlich das Konzert gefallen? Super, ganz herrlich, ja. Super. Sehr gut. Ja, sehr schön. Sind Sie Fan von Heino oder von der Musik? Ja und nein. An und für sich ja, ich höre sie gern. Nee, von der Musik, die volkstümliche Musik schön. Und wer glaubt, nur die reiferen Jahrgänge hier zu treffen, der irrte gewaltig. Aus allen Altersklassen konnte man hier Besucher zählen. Wie erklärt sich eigentlich der Star selber diesen Erfolg? Bei der altersmäßig nach oben und unten offenen Fangemeinde. Ja, weil ich immer das gemacht habe, was mir Freude macht, Volkslieder zu singen. Ich habe nie meine Richtung geändert. Ich bin nie einem Modetrend hinterhergelaufen, sondern habe mein Ding gemacht, Volkslieder gesungen. Und das ist sehr wahrscheinlich auch, darum bin ich so bekannt und beliebt. Und sehr wahrscheinlich bin ich deswegen auch schon so über 31 Jahre im Geschäft. 1991 lief in RDL die Sendung So ein Tag, Weihnachten im Erzgebirge. Hat Heino zu dieser Gegend eine besondere Beziehung oder wie kam das zustande? Nein, ich kenne ja das Erzgebirge. Ich war ja früher nie, durfte ich ja nie rüber. Jetzt, wie ich die nach der Maueröffnung bin ich rübergegangen und wollte da eine Sendung machen. Und da es gerade Weihnachten vor der Türe stand, habe ich gesagt, okay, dann machen wir das doch im Erzgebirge. Das ist für mich ein Landstrich, den ich noch nie gesehen habe und deswegen bin ich dorthin gegangen. Die Texte, die Heino singt, vermitteln immer wieder das Bild von einer vielleicht zu heilen Welt. Ist es das, was er seinem Publikum rüberbringen will oder einfach nur die Romantik der Natur? Ich habe ja schon vor 30 Jahren mit Naturromantik angefangen. Ich war schon vor 30 Jahren war ich der erste Grüne in diesem Land gewesen. Habe vom Erhalt der Wiesen, vom Erhalt der Blumen und Bäume ja gesungen. Nein, ich meine, man sollte, es gibt ja Interpreten, die andere Titel singen, die auf Konfrontation gehen. Es gibt so viel Elend auf der Welt, dann singe ich lieber von einer schönen Heimat, die ja auch schön ist. Und das ist mein Anliegen. Und deswegen bin ich auch schon über 30 Jahre erfolgreich, stehe ich auf der Bühne. Immer wieder Volksmusik. Welche Musikrichtung hört eigentlich Heino privat gern? Auch wenn ich Freizeit habe, höre ich gar keine Musik. Die wenige Freizeit, die ich habe, da gibt es andere Dinge. Es gibt ja für mich nicht nur Musik auf der Welt, es gibt andere schöne Dinge, die man machen kann. Aber im Grunde genommen interessiere ich mich schon hauptsächlich für Volksmusik. Auch den deutschen Schlager finde ich mitunter ganz interessant. Auch Rock und Pop sind auch manche Sachen, die mir gefallen. Aber ansonsten überwiegend komme ich aus der volkstümlichen Szene und die mache ich am liebsten. Hat sich Heino mit der Eröffnung eines eigenen Kaffeehauses einen lang gehegten Wunsch erfüllt? Ich habe Bäcker gelernt und Konditor gelernt. Und mein Anliegen, also mein Wunsch war ja immer gewesen, schon in der Lehrzeit, dass ich mal eine eigene Bäckerei oder Konditorei aufmachen möchte. Aber es ist mir nicht gelungen, weil ich ja kurz nach meiner Lehre schon mit Musik angefangen habe, Berufsmusik zu machen. Und jetzt, wo ich mir gesagt habe, jetzt bin ich schon über 32 Jahre in diesem Jahr in diesem Geschäft drin, wollte ich mal was anderes machen. Denn man kann ja nicht nur jahrelang singen, ich werde nächstes Jahr 60. Und dann möchte ich mir noch einen Traum erfüllen. Das ist die Konditorei und das Café, was ich aufgemacht habe. Und möchte ich dann so ein bisschen Ruhe geben, also auf Ruhe machen und nicht noch im hohen Alter wie andere Kollegen auf der Bühne stehen. Das möchte ich nicht. Macht es eigentlich nach 30 Jahren auf der Showbühne noch Spaß, Autogramme zu schreiben? Ach, mir macht es sehr viel Spaß. Und mit jedem Autogramm, was ich schreibe, gewinne ich immer einen neuen Fan und deswegen macht mir das auch Spaß. Nein, ich habe, es gibt ja viele Kollegen oder Interpreten, die sich das drucken lassen, das mache ich nicht. Also die schreibe ich alle selbst, denn ich finde, dass wenn einer schon zu mir kommt und möchte ein Autogramm haben, dann soll er auch ein echtes Original kriegen. Die Stimmung im Saal war beim Konzert ja famos gewesen. Wie hat ihm eigentlich das blaue Publikum gefallen? Ich muss sagen, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, das Publikum war toll und ich könnte jetzt weitermachen.